ein herzliches Willkommen zur Jubiläumsfeier. Die Industriegewerkschaft Bau und Agrar Umwelt hier in der alten Schlosserei in Offenbach. Die Bedingungen, unter denen 1869 gearbeitet wurde, waren andere, als wir sie heute kennen. Vom 8-Stunden-Tag, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall oder Saison-Kurzarbeitergeld, keine Rede. Die Arbeiter schufteten in den Sommermonaten bis zu 13 Stunden am Tag und waren im Winter im Regelfall arbeitslos. Das Wohlergehen der Beschäftigten ist das, was uns als IG Bau antreibt. Unsere Vorstellung von fairer, würdevoller Arbeit heißt, gut, sicher, qualifiziert und auch ordentlich bezahlt. Unbefristet und tarifgebunden. Mit guter Aus- und Weiterbildung, mit der Chance, sich auch zu entwickeln. Mit Demokratie und echter Mitbestimmung. Und dass die Beschäftigten gesund bis zur regulären Rente kommen. Lieber Robert, mach das weiter so als verlässlicher, starker Partner unter dem Dach des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Wir brauchen euch, eure Innovation, die ihr mit auf den Weg gebracht habt. Prominente gratulieren der Baugewerkschaft. Promis zücken den Hut vor den Bauarbeitern und ihrer Gewerkschaft. Ja, alles klar, ne? 150 Jahre BSE, ne, alles klar. Da trinken wir mal lecker ein Likörchen drauf, ne? Happy Birthday, IG Bau! Happy Birthday, IG Bau! Ich wünsche euch alles Gute! Respekt, läuft bei euch. Rock'n'Roll. Arbeitsschweiß an den Händen sagt oft mehr über die Personen als ein goldener Ring am Finger. In diesem Sinne gratuliere ich der IG Bau ganz herzlich zum 150. Glückwunsch! Ein Schlüsselwort, das Gewerkschaften und Sozialdemokratie seit über 150 Jahren verbindet, schlichthin Solidarität. Mietenexplosion, Tarifflucht, Klimawandel. Alles Themen, die nach mehr Solidarität in unserem Land und unserer Gesellschaft schreien. Jahre durfte ich selber dabei sein, ein Drittel. Also es bewegt mich dann natürlich auch schon. Das ist ja ein großes Stück auch meiner Heimat, diese IG Bau. Dass die Themen, die ja jetzt auf der Hand liegen, bauen, weil wir ganz viele Wohnungen für Menschen brauchen, auch bezahlbaren Wohnraum, dass sich das auch in Arbeitsplätze auszahlt und dass diese Arbeitsplätze auch Arbeitsplätze sind, die sich nach Tarifvertrag halten und die Menschen anständig behandeln, die da arbeiten müssen. Dass auch diese Handwerker-Ehre, die Gründer, die Maurer und die Zimmerleute mal gehabt haben, dass die wieder ein bisschen aufkommt, dass die Leute wieder wissen, wer sie sind. Ja, weil das Problem ist, viele wissen gar nicht, was sie wert sind, ja, als Facharbeiter. Alle jammern über Facharbeitermangel. Ich wünsche der IG Bau viel Vertrauen von vielen Beschäftigten im Baugewerbe, aber auch in den grünen Branchen und auch in der Gebäudereinigung, dass wir da guten Zulauf von Mitgliedern haben, dass wir zusammenhalten. Viele schöne weitere 150 Jahre und noch viel mehr und dass es weiterhin positiv in die Zukunft geht, wir gute Tarifabschlüsse haben, viel für unsere Mitglieder tun können und ja. Das Ende war für mich mit am emotionalsten. Das Ende, das Singen des Liedes Brüder zur Sonne, zur Freiheit. Das Anfassen der Kolleginnen und Kollegen an den Händen im Sinne der letzten Strophe, weil es hat auch in der Stimme Kraft gegeben. Glückwunsch auf die nächsten 150 IG Bau.